Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Katholischen Akademie hier in Berlin und draußen an den Bildschirmen, wenn Sie unseren Livestream mitverfolgen. Mein Name ist Veronika Bock, ich bin die Direktorin des SEBIS, des Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften mit Sitz in Hamburg. Wir sind eine Einrichtung des katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr und ein kirchlicher Bildungspartner für die Bundeswehr. Und in dieser Funktion fördern wir die Kompetenz von, die ethische Kompetenz von Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Militärseelsorge. Dies machen wir auf vielfältige Art und Weise, zum Beispiel in Form dieser Veranstaltung zu aktuellen Themen und in Form von einem vertiefenden E-Journal, einen aktuellen Flyer zu unserer kommenden Ausgabe, die eben genau zu diesem Thema heute Abend gehen wird, habe ich Ihnen ausgelegt. Ich bitte die Autoren und Themen, diesen Flyer zu entnehmen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend hier in Kooperation mit der Deutschen Kommission Justitia et Pax und der Katholischen Akademie ein für die Bundeswehr so zentrales Thema aufzugreifen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wo steht die innere Führung? Wir alle haben noch die Bilder vom großen Zapfenstreich, dem Abschlussappell zur Würdigung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr am Abend des 13. Oktober vor dem Reichstag vor Augen. Es war wichtig, auf diese Weise auch ins öffentliche Bewusstsein zu heben, dass rund 93.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz unseres Auftrag unseres Landes in Afghanistan im Einsatz waren, viele davon sogar mehrfach. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Ansprache an diesem Abend zum Ausdruck gebracht, was dieser Einsatz für jeden einzelnen Soldaten, für jede einzelne Soldatin, aber auch für die Bundeswehr als Ganzes bedeutet hat. Ich zitiere: Mehr als 150.000 Mal hieß es für sie Abschied nehmen von Partnern, Freunden und Familien. Dieser Einsatz hat sie geprägt und dieser Einsatz hat die Bundeswehr geprägt wie kein anderer Einsatz in der mehr als 65-jährigen Geschichte unserer Armee. Auch zur inneren Führung hat er sehr deutliche Worte gefunden. Die Wehrmacht im Nationalsozialismus begründet keine Tradition, auf die wir uns berufen können. Deshalb, die Bundeswehr ist keine Armee wie jede andere. Jenseits von Befehl und Gehorsam leiten die Verpflichtung auf das eigene Gewissen und die Grundsätze der inneren Führung unsere Streitkräfte. Die Werte unserer Verfassung sind die unverrückbaren Fundamente dieser Armee, der Freiheit und des Rechts und der Demokratie. Soweit Frank-Walter Steinmeier. Ja, genau so haben wir die innere Führung immer verstanden. Sie bindet die soldatischen Entscheidungen und Handlungen an die grundlegenden Werte und Prinzipien unseres Grundgesetzes. Menschenwürde, Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, Solidarität und Demokratie. Und sie besagt, dass nicht das Ordnungsprinzip von Befehl und Gehorsam letztlich bindend ist, sondern das eigene Gewissen der Soldatin, des Soldaten. Aber deckt sich dieses Leitbild von innerer Führung und vom Soldaten als Staatsbürger in Uniform noch mit der Wirklichkeit? Die Bundeswehr hat sich in den letzten 30 Jahren gewandelt von einer territorialen Verteidigungsarmee zur internationalen Einsatztruppe. Ist durch Einsatzszenarien wie in Afghanistan die innere Führung ein aus der Zeit gefallener, obsoleter, theoretischer Überbau geworden, der keinen Deutungsrahmen mehr für Soldatinnen und Soldaten bietet und keine wirkliche Bindewirkung mehr hat? Meine Damen und Herren, mit seinem Buch Deutsche Krieger hat Professor Sönke-Neitzel diese Diskussion erneut entfacht. Sönke-Neitzel hat spezifisch militärische Identifikationsfaktoren, Rollenbilder und Kontinuitäten vom Kaiserreich bis heute untersucht. Seine Thesen: Militärische Professionalität und die Kultivierung entsprechender Tugenden, Werte und Tribal Cultures erhielten gerade bei Kampftruppen Vorrang vor der Motivation durch Identifikation mit dem politischen System. Dieser Tatsache gelte es, so der Autor, ins Auge zu schauen, anstatt Soldatinnen und Soldaten wie in Afghanistan mit ihrer Erfahrungswelt weitgehend allein zu lassen.
Ignoranz und Tabuisierung bestimmter Eigengesetzlichkeiten von Kampftruppen seitens der Politik und Gesellschaft trügen möglicherweise sogar dazu bei, dass sie umso mehr ihr eigenes Ethos kultivierten. Das Fazit von Sönke Neitzel: Innere Führung sei ein wertvolles Konzept, es werde nur zu dogmatisch gehandhabt. Meine Damen und Herren, dass das Buch von Sönke Neitzel von besonderer Relevanz für unsere Diskussion über innere Führung, aber auch über die zukünftige Rolle der Bundeswehr ist, hat kein geringerer als Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterstrichen. Bei einer Präsentation des Buches fordert er, mit Verweis auf die Erfahrungen der Bundeswehr in Afghanistan und Mali, eine unbequeme und unpopuläre gesellschaftliche Debatte über das Verhältnis der Deutschen zum Militär. Soldatinnen und Soldaten seien keine Streetworker in Uniform. Die deutsche Gesellschaft blende gerne aus, dass Kämpfen und notfalls auch Töten zum Soldatensein gehöre. Hier scheine es einen blinden Fleck in unserer postheroischen Gesellschaft zu geben. Die Gesellschaft müsse mehr Verständnis entwickeln für die besondere Lebens- und Berufswelt der Soldatinnen und Soldaten. Dies sei eben kein Beruf wie jeder andere. Ich freue mich, an diesem Abend in Kooperation dieser Aufforderung des Bundestagspräsidenten heute Abend Folge leisten zu können und begrüße auf unserem Podium, das hochkarätig besetzt ist, Herrn Professor Sönke Neitzel, der mit seinen provokanten Thesen Stein des Anstoßes für diesen Abend war. Ich begrüße sehr herzlich General AD Wolfgang Schneiderhahn, ehemaliger Generalinspekteur, Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und einer der Gründerväter des SEBES. Innere Führung und ethische Bildung sind eng aufeinander verwiesen. Daher freue ich mich sehr, dass der Kommandeur des Zentrum Innere Führung in Koblenz, Herr General André Bodemann, heute Abend dabei ist und dass ich ihn begrüßen kann. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen zur Fortschreibung und Weiterentwicklung der inneren Führung. Ich begrüße sehr herzlich ein weiteres Beiratsmitglied, Herrn Dr. Matthias Gillner, einen ausgewiesenen Experten im Bereich der ethischen Bildung der Bundeswehr. Er ist Dozent für katholische Sozialethik an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Seit über 20 Jahren lehrt und publizierte unter anderem zu Fragen der ethischen Urteilsbildung. Danke, dass du gekommen bist. Und schließlich freue ich mich sehr, Frau Hauptmann Julia Schulze von der 1. Panzerdivision in Oldenburg hier begrüßen zu dürfen, als Vertreterin einer jungen Offiziersgeneration mit Einsatzerfahrung in Afghanistan. Auch an Sie ein Dank für Ihr Kommen. Lieber Herr Dr. Patenge, ich übergebe nun den Stab an Sie für die Moderation des Abends. Vielen Dank. Wir können aufs Podium gehen. Liebe Frau Bock, vielen Dank für diese freundliche Einführung und Begrüßung in den Abend. Im Namen der Deutschen Kommission Justiz et Pax darf ich auch Sie hier im Saal, im Livestream herzlich zu unserer Veranstaltung Zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wo steht die innere Führung, begrüßen. Wir haben jetzt schon einige Stichworte zur inneren Führung gehört. Ich möchte dennoch den Abend damit beginnen, Sie einzuladen, Ihr persönliches Verständnis von innere Führung in einem kurzen Statement darzulegen. Dazu möchte ich Ihnen gerne eine kurze biografische Anekdote von mir erzählen. Vor etwas mehr als 20 Jahren, als wir noch eine aktive Wehrpflicht hatten, durfte auch ich meinen Grundwehrdienst ableisten. Ich kann natürlich nicht auf so eine steile militärische Karriere zurückblicken wie Sie. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Abend in meinem Gedächtnis gekramt und ich bin der festen Überzeugung, innere Führung kam in meiner Grundausbildung nicht vor. Ich möchte Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen, einem einfachen Hauptgefreiten zu erklären, was innere Führung ist, aber ich möchte Sie doch einladen, uns Ihr Verständnis von innere Führung in wenigen Sätzen zu skizzieren.
Herr General Bodemann, als Kommandeur des Zentrums Innere Führung sind Sie, glaube ich, prädestiniert, diese Frage als erstes zu beantworten. Ich bitte Sie um Ihr Statement. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine gute Frage und wir haben schon festgestellt in den Gesprächen mit den Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern und auch mit der Truppe, dass es sehr, sehr schwierig ist für den einen oder anderen, für die eine oder andere, tatsächlich innere Führung zu beschreiben. Und deswegen, Frau Dr. Bock, Sie haben gerade gefragt, wie sehen wir das bei der Weiterentwicklung? Ich glaube, eine wesentliche Aufgabe ist es, eine griffige Begriffsbestimmung für innere Führung zu finden, die jeder Soldat, jede Soldatin versteht und auch entsprechend transportieren kann an die Menschen, die da nicht so mit vertraut sind. Nur das vorweg. Innere Führung, wenn ich das beschreiben soll, I-Quadrat, Interaktion mal Integration. Interaktion, natürlich kommt der Teil Menschenführung, gute Führung, wie gehen wir miteinander um, als ein wichtiger Baustein der inneren Führung zum Tragen. Jedoch aus meiner Sicht ist in den letzten Jahren die innere Führung darauf reduziert worden und eben nicht auf die Integration, auf den Staatsbürger in Uniform, auf das Dienen wofür, auf die Fragen, die uns umtreiben als Soldaten, wozu bin ich bereit, mein Leben oder das Leben meiner mir anvertrauten Soldatinnen und Soldaten einzusetzen, wozu bin ich bereit zu töten oder beim gewissen geleiteten Gehorsam, wann eben nicht. Das sind aber genau die entscheidenden Fragen unseres Berufs, mit denen man sich auseinandersetzen muss und das ist eben ein wichtiger Teil der inneren Führung, der leider in den letzten Jahren vernachlässigt worden ist und den wir wieder ein wenig nach vorne bringen, denn eins war klar, oder eins ist klar, schon 1950 in der Himmoder Denkschrift und auch in allen Folgedokumenten war nicht das Ziel, dass wir alle nett miteinander umgehen, das war auch ein Ziel gewesen, sondern es war die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, das war das Ziel. Und ich glaube, da müssen wir wieder hindenken, da müssen wir wieder etwas beleben, wiederbeleben und auch nochmal auf Ihre Frage, Frau Dr. Bock, Weiterentwicklung, wir müssen Dinge adaptieren, die man 1950 nicht bedacht hat, die gesamte Cyberthematik, die gesamte Thematik von Digitalisierung oder aber auch nach Aussetzung der Wehrpflicht. Wir haben einen völlig neuen Personalkörper von Mannschaften, wir haben nicht mehr den jungen Wehrpflichtigen, der 9, 12 oder 15 Monate bei uns ist, sondern wir haben länger dienende Mannschaften, die meist schon eine Familie haben, 6-mal im Einsatz waren, einen relativ hohen Bildungsstand haben und mit diesen Menschen muss man anders umgehen. Allein nur um diese drei Beispiele zu nennen. Das sollte vorab reichen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Professor Neitzel, Sie haben sich ja intensiv mit dem Konzept der Innenführung auseinandergesetzt. Können Sie Ihr Verständnis der Innenführung in einem kurzen Statement zusammenfassen? Ganz einfach, für mich ist es die Übertragung der Werte und Normen des Grundgesetzes auf die Streitkräfte. Das ist sagen, die eine Säule und die andere Säule ist die Menschenführung. So, und da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, was das konkret heißt. Also sagen, ist eine Organisationsphilosophie. Und vielleicht nur noch ein Statement, wir müssen ja immer unterscheiden. Also ich glaube, kein vernünftiger Mensch kann Zweifel haben, dass die Übertragung der Werte und Normen des Grundgesetzes auf die Armee sinnvoll sind. Kein vernünftiger Mensch kann Zweifel haben, dass es um gute Menschenführung geht, die sich auch anpassen muss. Nur es ist eben mit der inneren Führung deswegen kompliziert, weil schon das Handbuch für innere Führung aus dem Jahr 57, dritte Auflage 64, ein Kompromiss war. Man hat also der erste Kommandeur des Zentrums Innere Führung, ein Vorgänger von Herrn Bodemann, Arthur Weber, war schon in einigen Dingen anderer Meinung als Herr Baudissin. Wir verbinden das mit Baudissin und ebnen damit diese ganzen Unebenheiten, die es schon in der Bundeswehr gab, damit ein. Also das ist eine große Diskussion gewesen, was heißt das konkret dann in der Praxis. Und da gab es durchaus unterschiedliche Vorstellungen und ich glaube, ich kann Herrn Bodemann nur beistimmen, wir müssen ja unterscheiden zwischen einer Soll-Vorstellung und einer Ist-Vorstellung. Es ist immer eine Frage, welche Ebene wir reden. Und in meinem Buch zum Leidwesen mancher rede ich eben auch über die Ist, über das Ist. Und über die Soll-Sache, da kann man dann auch philosophische Seminare drüber machen, sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig. Die Frage ist, wie ist es mit dem Ist-Zustand und warum ist der Ist-Zustand so, wie er ist? Und da kann ich immer nur zur Ehrlichkeit raten. Ich war 87 Wehrpflichtiger in einer Instandsetzungskompanie, also auch selbe Waffenfarbe. Und nach meiner Erinnerung, wobei der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers, haben wir auch nie von der inneren Führung was gehört. Wer sollte es auch machen? Unser Kompaniechef, ein Major, war ein toller Kampfschrauber, aber er war sicherlich nicht dazu geeignet, uns das wofür dienen zu erklären. Er hat uns viele Dinge erklärt, aber das bestimmt nicht. Und da sind die Herausforderungen, und auch eine Ergänzung zu Herrn Bodemann, die Bundeswehr
sind die heterogensten Streitkräfte, die wir je hatten in Deutschland. Nicht nur die Damen sind dazugekommen, sondern mittlerweile sind, wenn ich es richtig weiß, 25% haben Migrationshintergrund. Und wir können eben nicht mehr das erwarten, was wir Abiturienten mit den schwarzen Heften der Bundeszentrale für politische Bildung gelernt haben, sondern das sind ganz andere Voraussetzungen, die zusammenzuführen. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen. Also wer ist eigentlich in den Streitkräften? Und das ist ja sehr, sehr heterogen. Und da ist es sicherlich eine große Aufgabe von Herrn Bodemann und anderen, zu sagen, wie können wir diese Konzeption übertragen? Und da würde ich auch sagen, dass die aktuelle Vorschrift viel zu unverständlich ist, unverständlicher als das Handbuch. Sie ist auch mit dieser Idee LIMO, Legitimation, Integration, Motivation, überfrachtet sie meines Erachtens die innere Führung, denn das sahen wir in den Einsätzen, da können wir vielleicht nachher zu kommen. Also die innere Führung kann nicht beantworten die Frage, warum wir in Afghanistan sind. Sie kann ein Mittel dafür sein, sie kann ein Tool sein, aber das sind Dinge, die die Politik leisten muss. Und die innere Führung hat natürlich riesige Probleme, wenn diese Frage, wozu dienen, also wozu brauchen wir Streitkräfte, nicht beantwortet wird. Und das haben wir ja, also wenn selbst ein Vorgänger von Herrn Bodemann, der selber in Afghanistan in hoher Stellung war, von Politikversagen spricht, dann möchte ich wissen, wie hat man das dann vor Ort vermittelt? Und die Antwort, die mir die Soldaten gaben, ich habe mich halt auf meinen Auftrag konzentriert. Und dann legt man sich das halt irgendwie zurecht, natürlich. Das ist, glaube ich, das Problem. Also die Bundeswehr muss fragen, wie es auch zur Fehlentwicklung kommt, wie kann man da besser werden. Aber ich glaube, wenn wir innere Führung als Gesellschaft ernst nehmen, dann müssen wir auch der Politik oder der höchsten Militärführung den Spiegel vorhalten und sagen, Leute, da sind Fragen, die ihr beantworten müsst. Weil sonst können die nachkommen, diese Fragen, ja, die drängenden Fragen gar nicht beantworten. Also ich habe als Historiker den BEA-Bericht, Schneiderhahn, Sie kennen das ja alles, den Beauftragten für Erziehung und Ausbildung des Generalinspekteurs von 2002 gelesen. Und da steht schon 2002 drin, von den Fallschirmjägern aus Warel, gegen wen kämpfen wir eigentlich in Afghanistan? Was machen wir hier eigentlich? Und offenbar war man nicht in der Lage, ihnen das zu beantworten. Die haben das alle gut gemacht und die haben ihre Aufgaben erfüllt und so. Aber da würde ich mir auch für die Bundeswehr, für die Vorgesetzten, für die Generalität mehr Unterstützung erwarten. Und das müssen wir, glaube ich, auch deutlich machen. Es ist nicht nur eine Aufgabe der Bundeswehr, aber auch wir als Gesellschaft, als Politik haben da eine Bringschuld. Vielen Dank. Frau Hauptmann-Schulze, ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Konzept der inneren Führung erklären mussten, dafür einstehen mussten, aber was ist denn Ihr Verständnis von innerer Führung? Guten Abend. Ja, muss ich tatsächlich schon. Und ich greife mal die Instandsetzungskompanie auf. Ich gucke mal hier in den Raum, hier sitzen ja auch viele mit Uniform. Ich habe schon wahnsinnig viele sehr schlechte politische Bildungen über innere Führung mitgemacht. Ja, also das ist ein großes Problem, was wir in den Streitkräften haben. Ich muss aber auch sagen, wir haben schon sehr, sehr viele oder ich habe sehr, sehr viele wahnsinnig gute praktische Erfahrungen gemacht, wenn es um das Konzept innere Führung geht. Und da spreche ich an Kameradschaft, da spreche ich an, wie werde ich geführt, da spreche ich an, wie spreche ich mit meinen untergebenen Soldaten, mit meinen Vorgesetzten über Politik, über das aktuelle Geschehen? Wie wird mir erklärt, warum ich in den Einsatz gehe? Ja? Und nicht zuletzt, ich muss das leben jeden Tag, wofür ich geschworen habe, als ich vereidigt wurde. Und ich sage, das Konzept innere Führung ist super. Warum? Weil wir nämlich jeden Tag das machen, wofür wir am Ende, und wir müssen mit dem scharfen Ende unseres Berufes denken, wir müssen das leben, wofür wir am Ende für unser Leben einstehen. Vielen Dank. Herr Schneiderhahn, wir haben jetzt schon einige Statements gehört. Ich weiß nicht, ob Sie sich anschließen können oder ob Sie nochmal ein eigenes Verständnis zur inneren Führung beitragen können. Muss ich ja wohl. Das stimmt. Also ich habe 44 Jahre Bundeswehr hinter mir, bevor ich Ende 2009 in den Ruhestand gegangen bin. Ich freue mich, dass Sie, Herr Professor Neitzel, zunächst einmal die Konstanten der inneren Führung beschrieben haben. Staatsbürger in Uniform, Primat der Politik, Ordnung in dem System von Befehl und Gehorsam, nämlich Einschränkung des Rechts zu befehlen und Einschränkung des Zwangs zu gehorchen. All das sind ungeheure wichtige Dinge gewesen, die man unter dem Motto, ein guter Soldat,
ein guter Staatsbürger in einer guten Demokratie. Damals bei der Aufstellung der Bundeswehr, 10 Jahre war sie alt, als ich dazu gekommen bin, als Führungsphilosophie gewählt hat und ich glaube, damit gut gefahren ist. Auch wenn die Integration in die Gesellschaft nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs natürlich lange gedauert hat. Aber ohne die Integration in die Gesellschaft bräuchten wir heute uns über vieles gar nicht unterhalten. Und das ist auch ein Grundprinzip. Das Zweite ist eine andere Ebene, die jetzt mehrfach angesprochen wurde. Die Weiterentwicklung der inneren Führung, das ist unstrittig. Das sind die Variablen der inneren Führung. Dass man Frauen in den Streitkräften hat, dass man die unterschiedlichen Lebensauffassungen in die Streitkräfte der individuellen Soldaten integrieren muss, dass die Frage von Verhältnis von Beruf und Freizeit und Familie, das sind Dinge, die im Laufe der Zeit gekommen sind, die man aber mit diesen Grundprinzipien ja bewältigen konnte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Postulat, sie muss weiterentwickelt werden, so eine Art hybride Kriegsführung gegen die Grundsätze ist. Das ist es nicht. Die Grundsätze sind nicht dadurch gefährdet, dass es ein Problem mit dem Leben der inneren Führung gibt. Nächste Ebene, heute angesprochen, dass die Gesellschaft mit der Bundeswehr nicht so viel anfangen kann, liegt vermutlich nicht am Prinzip der inneren Führung. Auch das muss klargestellt werden. Es wird immer gern vermischt. Natürlich wissen wir das als Soldaten. Und ich glaube, General Baudissin hat damals schon gesagt, es kann nicht sein, dass der Soldat seine Begründung der Gesellschaft erklären muss. Das Phänomen haben wir immer noch. Wenn ich daran denke, wie oft ich erklären musste, vielleicht nicht, warum wir in Afghanistan sind, aber so ähnlich, und das denen, die uns gerade losgeschickt haben, dann merken wir gemeinsam, dass wir da Defizite haben, die aber nichts, gar nichts mit der inneren Führung zu tun haben. Das ist eine ganz andere Diskussionsebene. Ich behaupte, ohne die innere Führung wäre uns, die wir uns immer als Soldaten für den Frieden verstanden haben, und ich denke, das würde ich auch heute noch empfehlen, wie hätten wir denn wohl die Wiedervereinigung mit 2 Armeen aus verschiedenem Lager bewältigt, wenn wir dieses Instrumentarium nicht zur Verfügung gehabt hätten? Und ich habe noch nicht einen gehört, der aus dem anderen Lager, also ich sage mal den Spartakisten, der aufgewachsen ist, eine Armee ohne dieses Prinzip, sich nach der Wiedervereinigung und dem Zusammenführen in der Bundeswehr, in den gemeinsamen Streitkräften, darüber beklagt hätte, dass er nun mit dem Prinzip innere Führung umgehen muss und nicht nur mit Befehl und Gehorsam, wie er es bisher in der Nationalen Volksarmee erlebt hat. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wenn wir nun uns überlegen, wo ist die Führung, innere Führung denn sozusagen defizitär auferschienen, dann sind es Fehlverhalten von Soldaten. Ob das nun das Kegeln mit Totenköpfen in Afghanistan war, ob das die Misshandlung von Soldaten in Coesfeld war oder ob es die Sauereien beim KSK sind, das hat aber vermutlich weniger mit innerer Führung als mit mangelnder Führung zu tun. Weil die Vorgesetzten geglaubt haben, sie durften und könnten nicht sagen, das tut man nicht und das will ich nicht und da greife ich durch. Das ist eine andere Ebene als die Ebene, innere Führung in total hat versagt. Die Führung hat an diesen Stellen versagt. Vom Unteroffizier, von mir aus bis zum General. Da würde ich jetzt niemand ausnehmen. Wozu habe ich gerade eingeladen? Ich habe eingeladen, die Diskussion in ihren Ebenen zu differenzieren und nicht alles sozusagen unter ein großes Thema zu wühlen. Ich glaube, wir sind gut beraten gewesen in der Weiterentwicklung der inneren Führung. Ich habe 2, 3 Beispiele schon gesagt. Aber ich nenne ja auch hier das Thema Homosexualität, wie lange wir gebraucht haben, bis wir das integriert haben. Das ist für mich Weiterentwicklung. Und Herr Professor Neitzel, noch einmal, die innere Führung hindert uns auch nicht daran,
ein modernes Kriegsbild zu denken, dass die Landesverteidigung heute nicht mehr so sein wird, wie wir sie im Kalten Krieg gedacht haben. Das ist ja eine Binsenweisheit geworden. Man kann doch nicht hybride Kriegsführung und Cyber sagen und meinen, wir organisieren die Landesverteidigung noch einmal so wie vor dem Verfall des Warschauer Paktes. Ich glaube nicht, dass das jemand ernsthaft meinen kann. Daran hindert uns die innere Führung nicht. Und ein letzter Punkt, wovor ich ein bisschen warnen würde, ist, das ist in Ihrem Buch, so könnte man das vielleicht lesen, die Überbetonung des Kämpfers. Das heißt natürlich auch, dass man die Wertschätzung für all diejenigen, die da nicht kämpfen, in der Wahrnehmung eher reduziert. Und das halte ich für ein großes Risiko. Denn es gab keine Armee bisher. Ich bin kein Historiker, aber ich glaube, in allen Armeen haben die Logis durchaus in der Mehrzahl gestanden, zu denen die gekämpft haben. Und dann das Kämpfen auch noch zu reduzieren auf eine Teilstreitkraft, das halte ich für wirklich diskussionsfähig. Denn das entspricht auch nicht dem Bild dessen, was ich in meiner Zeit, das waren nur 7,5 Jahre, Verantwortung für die Vorbereitung und Durchführung der Einsätze in Afghanistan erlebt habe. Das möchte ich vielleicht jetzt mal als ersten Teil von mir aus so stehen lassen. Vielen Dank, vielen Dank. Herr Dr. Gillner, wir haben jetzt schon ein buntes Potpourri an verschiedenen Vorstellungen und Statements gehört. Ist denn der katholische Sozialethiker zufrieden oder gibt es aus dieser Perspektive noch etwas zu ergänzen? Ja, ich glaube, ich kann ganz gut bei Ihnen anknüpfen, Herr Schneiderhahn. Man kann die innere Führung als Großkonzeption verstehen, als Art Verfassung für die Bundeswehr. Man kann es aber auch, und dafür würde ich jetzt werben, als Prozess der Umsetzung verstehen, nämlich in Kombination mit den anderen beiden wichtigen Begriffen, nämlich des Leitbildes des Staatsbürgers in Uniform und des an die menschenrechtsorientierten Verfassung angepassten inneren Gefüge. Was den Staatsbürger in Uniform angeht, hat es meines Erachtens 3 Dimensionen. Die eine ist die außenpolitische Legitimation. Hier ist er, wie schon gesagt, Soldat für den Frieden. Und das schließt eben den unpolitischen Kämpfer oder den amoralischen Söldner aus. Auf der gesellschaftspolitischen Ebene ist das der Soldat in der Demokratie und da schließt ein Berufsverständnis à la sui generis, das der Gesellschaft enthoben ist, aus. Und auf der dritten Ebene, da geht es um die persönliche Identität. Hier ist es, freilich im Rahmen von Befehl und Gehorsam, das ist auch schon genannt worden, weiterhin ein selbstbestimmtes Subjekt und das schließt die Benutzung und Verwendung des Soldaten als Kampfmittel, als reines Kampfmittel aus. Und auch was das innere Gefüge angeht, mit der menschenrechtsorientierten Verfassung kompatibel zu machen, da gibt es meines Erachtens auch ziemliche Ungenauigkeiten. Ich erlebe das häufig, wenn dann von einer Art Spannungsverhältnis gesprochen wird. Ich glaube, das suggeriert dann so eine Art Nebenordnung, Befehl und Gehorsam auf der einen Seite und die menschenrechtsorientierte Verfassung auf der anderen Seite. Nee, ich denke mir, hier gibt es eine Vorrangordnung. Und die Verfassung hat das ja selbst auch umgesetzt. Menschenrechte dürfen in der Bundeswehr nur insoweit eingeschränkt werden, wie sie auch mit dem Gesamtverständnis von Menschenrechten kompatibel ist. Und deswegen sind die eingeschränkten Menschenrechte in der Verfassung dann auch in Artikel 17a auch vollständig aufgezählt. Soweit erst einmal der Aufschlag. Ja, danke schön. Sie haben schon ganz viele Themen angeschnitten, die wir hoffentlich heute Abend noch vertiefen können. Bevor wir uns den Zukunftsperspektiven der inneren Führung zuwenden, würde ich gerne mit Ihnen eine kleine Bestandsaufnahme der inneren Führung vornehmen. Herr Professor Nalzi, wie Sie es gesagt haben, sozusagen den Ist-Zustand erheben.
In Ihrem Buch haben Sie ja sehr detailliert dargestellt, dass das Konzept der Innenführung oder die Geschichte der Innenführung im Grunde auch immer eine Geschichte der Kritik und der Auseinandersetzung war. Und dennoch, glaube ich, hat jetzt mit dem Afghanistan-Einsatz diese Kritik an dem Konzept der Innenführung eine neue Qualität gewonnen. Würden Sie dem zustimmen? Und wenn ja, worin würden Sie denn diese neue Qualität festmachen? Ich weiß nicht. Also da schwingt immer so ein bisschen durch die innere Führung in Afghanistan oder innere Führung in Kämpfen, weil das versteht Afghanistan ja, sonst würden wir nicht drüber reden. Also ich glaube, da müssen wir differenzieren. Das Problem der inneren Führung ist nicht die Menschenführung, die hat in den Einsätzen meines Erachtens immer geklappt bei allen Problemen. Das haben auch jetzt Kritiker wie Marcel Bonatz, die aus der Kampftruppe kommen, nie gesagt. Das Problem der inneren Führung, aber das ist eben die Frage, wie wir es definieren, ist ja eher die Frage, wofür diene ich, dass die Politik und auch die höchste Generalität schlicht nicht erklären konnte, was wir in Afghanistan machen. Und es gibt im Verteidigungsministerium zwei Lager, die einen, die auf die Bremse treten und die anderen, die nicht auf die Bremse treten, das zu allen möglichen Turavu intern führt und unterschiedliche auch politische Ausrichtungen, was wir da wollen. Und da, also die Frage ist, wofür sind wir da? Jetzt kann man aber sagen, naja, ist das eigentlich überhaupt ein Problem der inneren Führung? Wenn ich die ZTV richtig gelesen habe, die aktuelle schon, wenn ich das Handbuch für innere Führung lese, von 57 nicht. Also da würde ich auch eher sagen, das ist eigentlich ein Hauptproblem aus meiner Sicht des Verteidigungsministeriums, des Kabinetts, bis zur Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler gewesen, zu erklären, warum sind wir da. Und das führte dann zu massiven Problemen, dass man Soldaten in einen Krieg geschickt hat und sie nicht entsprechend ausgerüstet hat, die ewigen Debatten und ihnen letztlich eine Hand auf den Rücken gebunden hat. Aber das auch bestimmte unterschiedliche Bilder hatte. Die einen sagten, ihr sollt ja gar nicht kämpfen. Und die anderen sagten, wir wollen aber kämpfen, sonst alles ist es völlig unsinnig, was wir hier tun. Also diese Debatten waren da. Und wenn also ein Vorgänger von Herrn Bodemann, der selber später mal das Zentrum Innere Führung von Politikversagen spricht, wenn also ein Mann wie Herr Zembritzky, der die Tapferkeitsmedaille hatte, selber sagt, naja, also mir reicht eigentlich mein Auftrag, den ich erfüllt habe, dann ist das ja im Sinne der inneren Führung nicht das und auch nicht das, was eigentlich Baudissin und andere Karst wollten, weil die wollten ja kalter Krieg. Es ist eben nicht nur die Primärgruppe, sondern es ist sagen, wofür kämpfe ich? Ich verteidige dieses Land. Das gibt mir die Motivation, auch im hybriden Krieg, im Atomkrieg, aber auch im Kleinkrieg, die Motivation zu kämpfen. Ich will dieses Land verteidigen. So. Verteidigt man das im Hindukusch? Also bei aller Liebe, unser Bundespräsident hat, finde ich, gute Worte jetzt gefunden unlängst. 2017 versprach er noch, sagte er noch den Soldaten in Mess, ihr verteidigt die Werte und Normen des Grundgesetzes. Das haben die alles gemacht, nur das ganz gewiss nicht. Also da, aber die Frage, ist das jetzt eigentlich ein Problem der inneren Führung? Ich würde eigentlich eher sagen, es hat gut funktioniert im Bereich der Menschenführung. Es hat ja auch gut funktioniert im Bereich, ich sage mal, der ethischen Bildung. Also es ist eben, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, es ist eben nicht die Wehrmacht, die in Afghanistan kämpft. Weil Soldaten eben sagen, also ich weiß schon auch, wann ich aufhören muss. So. Jetzt ist natürlich auch die Frage, müssen wir auch ehrlich sein, kommt das durch die innere Führung? Zum großen Teil nicht, würde ich sagen, sondern es kommt einfach dadurch, dass diese Soldaten, sie alle in dieser Gesellschaft leben. Sie Eltern haben, Geschwister haben, zur Schule gehen, Elternhaus. Und wenn ich Soldaten fragte, die am Karfreitagsgefecht teilnahmen oder danach in der Quick Reaction Force teilgenommen haben, warum habt ihr denn eure Soldaten mal zurückgehalten? Warum habt ihr denn gesagt, das geht jetzt nicht? Dann kommt als Antwort nicht die innere Führung. Die meisten sagen nämlich, davon habe ich gar nichts richtig gehört, sondern meine Kinderstube, meine Mutter, meine Schule, mein Lehrer. Nicht, dass man Isaac Kehl nicht niederbrennt, wie es die Wehrmacht gemacht hätte. Und ich würde ja die These wagen, dass wir, die provokante These wagen, dass wir zum selben Befund gekommen werden, einer Bundeswehr, die eben nicht, anders als die Wehrmacht, die sich durch Gewalteskalation auszeichnet, hat sich die Bundeswehr durch Gewaltzurückhaltung ausgezeichnet, weil die Regeln so waren, von oben gegeben, aber auch, weil die eigene Kultur so war. Das wäre das gleiche Ergebnis gewesen, wenn es nie ein Handbuch für innere Führung gegeben hätte, weil
diese Gesellschaft eben so ist, wie sie ist. Und die Menschen, glaube ich, lernen de facto nicht durch ein Handbuch innere Führung, das nur die allerwenigsten kennen, sondern sie lernen viel länger ja als in der Bundeswehr durch ihre Schule, ihre Eltern. Und diese Gesellschaft hat eben einen bestimmten Wertekompass entwickelt. Und dieser Wertekompass und der Umgang mit Gewalt ist eben ein anderer als zum Beispiel in den USA. Nicht da eine Novel oder ein Bestseller American Sniper würde es in Deutschland nicht geben. Man spricht über Gewalt anders. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, Soldaten, sich im Sinne der inneren Führung verhalten, ohne es überhaupt zu wissen, dass es so ist. Wir kennen das ja von den Umfragen, ein riesiger Prozentsatz der Unteroffiziere und Mannschaften kann dazu nicht wirklich was sagen. Innere Führung zeigen alle Umfragen letztlich etwas für lebensältere Soldatinnen und Soldaten und für Leute im höheren Dienstgrad. Übrigens, das galt schon für die Wehrmacht-Veteranen in der Bundeswehr. Wenn man sich älter ist, dann interessiert man sich für solche Fragen. Aber sie haben eben genauso gehandelt. Und von daher würde ich sagen, es ist unser Staat, unsere Gesellschaft im positiven Sinne, die da in den Einsätzen waren. Und das hat sich dann aus unserer Sicht bewährt. Obwohl wir auch sagen müssen, wir wissen aus der Soziologie, welche Kraft die Situation auf Menschen hat. Wir alle in diesem Raum wären in der Lage, Verbrechen zu begehen, in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Rahmung. Die Bundeswehr war nicht in der Lage der US Army. Und die amerikanischen Spezialkräfte haben den Deutschen die Drecksarbeit abgenommen. Das müssen wir auch feststellen. Und es waren nicht deutsche Drohnen, die eingesetzt wurden. Also auch für die Bundeswehr, und das sagen ja Kompaniechefs, die da eingesetzt waren, wenn wir mehr hätten kämpfen müssen, wenn wir mehr Verluste gehabt hätten, dann wäre es natürlich auch zu einer Gewalteskalation gekommen. Also dann kommen solche Konzepte auch an ihre Grenzen. Gott sei Dank war das nicht der Fall. Und deswegen würde ich sagen, also aus meiner Sicht, widersprechen Sie mir, ich würde sagen, unsere Gesellschaft, unsere Werte, damit auch die innere Führung, haben sich in den Einsätzen bewährt. Nicht so, wie das vielleicht in der Zeitschrift Innerer Führung stand, die, glaube ich, einfach die Realität völlig ignoriert hat, die da war, die in einer selbstreferenziellen Weise sich selbst auf die Schulter geklopft haben, wie toll das alles ist. Ich glaube, in einer ganz pragmatischen Art und Weise hat sich das bewährt. Und die Kritik, die kommt, die ich so sehe, ist vielleicht gar nicht eine Kritik an der inneren Führung, sondern an der Politik und an der militärischen Führung, sagt uns, was wir tun sollen, und auf diese Widersprüche weist man dann hin. Ich glaube, es hat sich tatsächlich schon Kritik geregt, bevor ich zu Ihnen komme. Herr General Bodemann, ich wollte Sie noch mal fragen, dieses im Grunde Loblied auf die Gesellschaft, unsere gesellschaftlichen Werte, ist ja im Umkehrschluss, wenn wir ehrlich sind, eine Art Bankrotterklärung an das Konzept der inneren Führung. Teilen Sie diese These? Hat sich durch den Afghanistan-Einsatz gezeigt, dass staatsbürgerliche Bildung im Grunde innere Führung ersetzt? Von Ersetzen haben wir ja nicht gesprochen, glaube ich, sondern wir haben über andere Dinge gesprochen. Zunächst einmal, wenn ich das vorhin in meinem Eingangsstatement nicht klar gesagt habe, natürlich hat sich für mich, davon bin ich überzeugt, und nicht, weil ich jetzt Kommandeurzentrum in der Führung bin, sondern aus meiner Persönlichkeit als Soldat heraus und als Mensch, die innere Führung hat sich bewährt, im Grundbetrieb wie im Auslandseinsatz. Das möchte ich vorab nochmal stellen. Die Frage ist nur, ob sie tatsächlich so gelebt worden ist. Und da ist sicherlich viel Handlungsbedarf. Und wenn Sie beispielsweise in Ihrer Grundausbildung nicht erfahren haben, was innere Führung ist, dann ist das ein Mangel, dann ist es ein Vorgesetztenverhalten, was nicht in Ordnung ist. Und daran müssen wir arbeiten. Und es darf auch nicht sein, dass innere Führung nur etwas ist für Offiziere oder höhere Unteroffiziere, sondern innere Führung ist für alle da. Und im Übrigen tragen wir im Zentrum innere Führung jetzt nicht mehr nur den Dienstanzug, weil innere Führung ist auch nicht nur was für den feinen Anzug mit Krawatte, sondern wir tragen den Feldanzug, weil innere Führung ist überall und allgegenwärtig. Nur um das auch mal auszudrücken. Die Frage ist, haben wir es gelebt in jedem Einzelfall? Und ich glaube, das haben wir nicht getan, auch weil die innere Führung, und ich kann mich da nur noch mal wiederholen, in den letzten Jahren zu sehr reduziert worden ist auf ein nettes Miteinander, auf Menschenführung, gute Führung. Wir sind kein Unternehmen. Das hat man uns eingeredet. Das ist nicht richtig. An den Soldatenberuf gibt es ganz besondere Anforderungen. Und diese besonderen Anforderungen, denen müssen wir Genüge leisten. Und das ist nun mal basierend auf den Werten und Normen des Grundgesetzes, der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und, und.
Und das ist die Basis für alles. Und die Menschen und die Soldaten müssen genau diese Dinge selber erleben und deswegen muss es vorgelebt werden, was sie letztendlich dann auch verteidigen, wofür sie einstehen. Und deswegen haben wir meines Erachtens zudem, dass es falsch gelebt worden ist oder nicht richtig vorgelebt worden ist, dass man uns eingeredet hat, wir sind ein Unternehmen, kommt noch etwas dazu, dass die Schere zwischen dem Abholpunkt der Menschen, die jetzt in die Streitkräfte kommen, nämlich junge Menschen, die nicht mehr so geprägt worden sind von Elternhaus, von Familie und Schule, dass diese Schere größer geworden ist zu den besonderen Anforderungen an den Soldatenberuf. Und darum müssen wir uns kümmern. Deswegen müssen wir früh ansetzen mit der inneren Führung, mit der Persönlichkeitsbildung, mit der politischen, historischen, ethischen und interkulturellen Bildung. Genau, dass das, was Ihnen widerfahren ist, eben nicht passiert. Dass wir diese Schere klein machen, so früh als möglich. Der Soldat muss wissen, wofür er eintritt. Und das sind die Werte, die ich gerade kurz angerissen habe. Und natürlich würde ich mir das ein oder andere Mal wünschen, dass die Politik deutlicher macht, wofür wir in die Einsätze gehen. Aber das ist jetzt keine Reduzierung auf innere Führung. Das ist ein anderes Thema, auch eine andere Ebene, wie der General Schneiderhan vorhin das auch ausgeführt hat. Ja, Frau Hauptmann-Schulze, Sie können gleich reagieren. Vielleicht können Sie auch gleich noch die Frage beantworten. Also es war jetzt oft die Frage oder das Statement, wofür dienen Sie eigentlich, dass diese Frage unbeantwortet geblieben ist, gerade im Blick auf Afghanistan. Haben Sie das auch so erlebt, dass Sie zwar einen Auftrag hatten, aber wofür Sie eigentlich dienen, dass das im Unklaren geblieben ist? Also ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Herr Professor, ich möchte Ihnen da ganz deutlich widersprechen. Ich sage auch warum. Sie haben eigentlich das größte Lob für die innere Führung schon gebracht, die es eigentlich gibt, wenn man selber gar nicht merkt, dass wir die innere Führung haben. Weil wir nämlich denselben Wertekanon haben wie bei uns in der Gesellschaft, dann scheint das Ganze ja funktioniert zu haben. Also so viel dazu. Wenn ich mir, das ist sicherlich verkürzt, das Beispiel, aber wenn ich mir anschaue, die kaiserliche Armee in der Weimarer Republik, die ja ihr Eigenleben geführt hat, Stichwort Staat im Staate, dann haben wir das jetzt natürlich nicht. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollten. Er fängt schon an aufzuschreiben, er wird mir gleich wahrscheinlich Konter geben. Ich bin auch kein Historiker. Aber ich glaube schon, dass wir, es ist vielleicht nicht das Konzept, was uns alle glücklich macht, aber es ist das beste Konzept, was wir jemals in einer deutschen Armee hatten. Und von daher können wir, glaube ich, stolz darauf sein, dass wir das haben. Jetzt zu der Frage, ob ich da ein Stück weit, ich jetzt persönlich als Soldatin allein gelassen wurde mit der Frage, warum sind wir in Afghanistan? Ich bin da ganz ehrlich, ich sage ja, werden wir. Wir können uns unsere Begründung müssen wir uns so ein Stück weit selber raussuchen, weil es, also ich habe kaum einen Politiker gesehen, der sich wirklich nach vorne gestellt hat und mir erklärt hat, warum es so ist, dass wir in Afghanistan sind, ohne Verklausulierung. Also es hätte mir schon einer gereicht, wenn sich jemand hingestellt hätte und gesagt hätte, wir machen das jetzt einfach nur aus Bündnissolidarität. Das hätte mir schon gereicht, aber selbst diese klare Aussage habe ich bis heute nicht gehört. Also ja, die Kritik ist berechtigt. Dankeschön. Herr Schneiderhan, in Ihrer Amtszeit als Generalinspekteur der Bundeswehr fällt so etwa das erste Drittel des Einsatzes in Afghanistan. Haben Sie es, hat die Politik es verpasst, den Auftrag, den Grund, weshalb unsere Soldaten dort waren, klar zu formulieren? Ja, vielleicht habe ich das. Aber das hängt mit vielen Dingen zusammen, die mich im Augenblick sehr umtreiben, weil wir eine sehr theoretische Diskussion hier führen. Jetzt lassen Sie mich mal ein bisschen persönlich werden. Ich habe 32 Mal in meinen 7,5 Jahren Angehörigen in die Augen blicken müssen, die einen Angehörigen in Afghanistan verloren haben. Und wenn man das muss, denkt man über das eine oder andere vielleicht anders als Theoretiker daheim, weil da erlebt man es plötzlich. Zweitens, ich war in einem großen Spannungsfeld, weil wir ein Mandat hatten. Ein Mandat des Deutschen Bundestages. Und dieses Mandat war einzuhalten. Und ich muss Sie hier nicht erinnern, wie es hieß. Aber es war kein Kriegsmandat, sondern es war ein eindeutig definiertes Mandat. Unglücklicherweise hatten wir zwei, weil es auch noch OEF gab. Und das hat mir das Leben manchmal sehr schwer gemacht, weil bei dem Einsatzbereich Operation Enduring Freedom war im Grunde, ich sage es jetzt flapsig, die Taliban-Jagd im Vordergrund.
Das kann man von ISAF beim besten Willen nicht behaupten. Und ich fühlte mich der Politik gegenüber verantwortlich, dass unsere Soldaten treu, gehorsam und mutig dieses Mandat ISAF erfüllen. Und das war kein Geeier um Begriffe, sondern das war Gehorsam gegenüber dem Auftraggeber. Und das war der Deutsche Bundestag. Ich glaube, das muss man in Erinnerung rufen. Das Dritte, was mich sehr beschäftigt hat in meiner Zeit, weil Sie gefragt haben, wie hegt man Soldaten ein, die manchmal auch Hass empfinden können auf diese Saboteure und Terroristen und Verbrecher, die wir hier immer nett Taliban nennen. Es hat ja auch niemand in der Schärfe die bezeichnet, die nicht geachtet haben, was das Völkerrecht zum Roten Kreuz auf den Fahrzeugen sagt. Das habe ich erlebt. Die keine Rücksicht nehmen müssten, die auch nicht gekennzeichnet waren. Und in diese Welt hinein schicken wir Soldaten aus unserer Gesellschaft heraus, und die sind mit etwas konfrontiert, was sich in diesem Lande kein Mensch vorstellen konnte. Die gehen um eine Ecke rum, gerade eben werden sie noch freundlich begrüßt, und dann gucken sie eine Gewehrmündung. Das ist die Realität in einem Land, in dem es kein Waffentrageverbot für die Zivilbevölkerung gibt. Man weiß also nicht, ob der auf sein Moped mit dem Quer auf dem Rücken seine Schafe hüten will oder ob er eine Falle für den rückkehrenden Konvoi der Deutschen aufbaut, die keine Erkennungszeichen haben. Es gab kein Nachtausgangsverbot in diesem Land. In dieser Situation mussten sich unsere Soldaten tapfer bewähren, mit einer unglaublichen Belastung für eine Komplexität, die wir weder schriftlich noch mündlich bisher erfasst haben. Und das Dritte, was die Sache spannend gemacht hat, ist, wir haben ja in der Vorbereitung auch im Parlament nie darüber geredet, dass diese Soldaten auch Täter werden können und nicht nur Opfer. Wie oft habe ich gehört im Parlament, hoffentlich kommen sie alle wieder gesund zurück. Und wie oft habe ich gedacht, wenn das Wichtigste ist, dann lasst sie doch einfach daheim. Das heißt, diese Rolle, wenn der Soldat dann das tut, wofür man ihn hinschickt, nämlich Gewalt anzuwenden, aber im Sinne des Mandats und nicht in anderem Sinne, dann wissen Sie, was in Deutschland los war. Ich habe das mehrfach erlebt. Und das war die Spannung, die sich für den Soldaten aufgetragen hat. Da haben die an irgendeinem Checkpoint, das war ja nicht nur in Afghanistan so, es war in Bosnien genau das Gleiche. Und ich brauche Ihnen nicht vormachen, was für mich das größte Ereignis war im Herbst 2009, kurz vor der Bundestagswahl, und was sich daraus ergeben hat. Ich will den Fall nicht diskutieren, aber jeder Waffeneinsatz ist in Deutschland zum Gegenstand der kritischen Nachfrage geworden, ob diese Soldaten denn das tun durften, ob sie dazu legitimiert sind und ob es wir als Gesellschaft so wollen. Das sind die Diskussionen, die wir denen im Sturmgepäck sozusagen mitgegeben haben. Und darüber musste man mit denen auch diskutieren. Sie haben vorher einen Namen genannt. Ich habe mit den Hauptleuten auch diskutiert. Die sind von der Patrouille zurückgekommen. Ich habe gesagt, ihr könnt nicht auf jeden ballern, der hier ein Gewehr auf dem Rücken hat. Das war nicht Weichei, sondern das war Aufgabenerfüllung. Abgesehen davon, dass ich nicht Truppenführer war, sondern Politikberater als Generalinspekteur. Ich glaube schon, dass wir darüber diskutiert haben. Ich glaube schon, dass wir auch in der politischen Führung Verständnis dafür hatten. Ja? Nur der Politiker kommt dann in Druck, politisch, im Wahlkreis oder wo immer, wenn der von ihm ausgesandte Soldat etwas macht, was die Stammtische in seinem Wahlkreis eben nicht verstehen. Das sind so viele Schichten, die da ineinander greifen, die man im Grunde alle zerlegen muss, wenn man beurteilen will, was da wirklich los war und was die Soldaten belastet hat und was ihnen den Mut gegeben hat, wenn es drauf ankommt, auch tapfer
zu sein. Und ich glaube, ich erinnere mich jetzt zumindest an viele Vorgesetzte, die das auch so gesagt haben. Die haben sicherlich nicht innere Führung definiert, sondern die haben mit ihren Soldaten darum gerungen, intellektuell, dass sie den Schneid hatten. Und die Angehörigen, das war die andere Situation. Und historisch ist halt ein Unterschied. Meine Mutter, Jahrgang 20, die hat gesagt, dass einer ihrer 6 Brüder im Feld geblieben ist. Bei einer Durchschnittsfamilie mit 1,5 Kindern ist die Situation für die Eltern eine völlig andere in dieser Gesellschaft. Und auch das muss man reflektieren, wenn man allzu kriegerisch spricht. Ob das am Ende hilft, Soldaten zu generieren, die in unserem Sinne auch Kampfspezialisten oder Gewaltspezialisten sind, aber eben eingehegt. Ich habe neulich ein Buch gelesen, wollte ich damit sagen, Herr Professor, Sie haben ein Buch gelesen, wo einer aus Hass, nicht ein Deutscher, alle, die da rumstanden, abgeknallt hat, weil der Gaul mit ihm durchgegangen ist. Und ich habe auch Wut gehabt in Afghanistan, als ich da war, nachdem einer ums Leben gekommen ist. Da merkt man an sich selber, auch mit der Distanz dessen, der wieder nach Hause fliegen kann, wenn seine kurze Zeit abgelaufen ist. Aber das denen zu erklären, ihr dürft deshalb trotzdem nicht zum Rächer werden, das ist eine schwierige Aufgabe und die gelingt nur mit den Instrumenten, die wir haben. Innere Führung jetzt mal nicht ausdifferenziert, aber dieses Bewusstsein, ethische Bildung, ethisches Fundament bilden und belastbar machen, denn die sind in Belastungen, die können wir uns zu Hause manchmal nicht vorstellen, ganz menschlichen Belastungen. Und daraus ergeben sich eben viele, viele Diskussionen. Ich habe Ihnen jetzt nicht weitergeholfen, weil ich Ihnen jetzt nur mal erzählt habe, was ich als derjenige, der das 7,5 Jahre für die Bundeswehr machen durfte, wie ich das selber empfunden habe und wie ich manches davon auch heute noch so sehe, auch in vielen Diskussionen, die wir im Anschluss an die Veröffentlichung Ihres Buches geführt haben. Ganz kurz hier nochmal mich einschalte, weil ich sehr dankbar bin, was der General Schneider gerade gesagt hat, weil ich hatte davor den Eindruck, dass innere Führung definiert wird mit die Politik erklärt mir, warum ich in Mali bin oder in Afghanistan. Genau das ist nämlich innere Führung nicht, sondern genau das, was der General Schneider angesagt hat, dass ich mich in den Momenten, wenn meine Tapferkeit gefordert ist oder wenn ich da plötzlich dazu neige, überzuschwenken, weil der Kamerad links neben mir verwundet ist, dann in einen Hass überzugehen und etwas zu tun, was man nicht macht, weil es nicht unseren Werten und Normen entspricht. Das ist innere Führung. Und dann mit den Soldatinnen und Soldaten darüber zu reden, dass wir so etwas nicht tun, was manchmal sehr schwer ist. Und das kann ich nur selber sagen, als jemand, der im Einsatz war, das ist innere Führung. Und das muss man nicht so bezeichnen, aber wenn man darüber redet, dann ist das so. Deswegen bin ich sehr dankbar. Ich hatte den Eindruck, dass das so abgleitet in innere Führung ist, dass die Politik mir erklärt, warum ich in Afghanistan bin. Das ist es nicht. Und insofern sehe ich auch wenig Widerspruch zwischen Professor Neitzel und seinem Buch und der inneren Führung, als derjenige, der sie hier vertreten muss. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, genau auf diese Ebene, Herr Gillner, wollte ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Dass das soldatische, also konkrete soldatische, ethische Empfinden, jetzt lernen Sie an der Führungsakademie, Sie haben viele Soldatinnen und Soldaten vor sich. Haben Sie eine Veränderung über die Jahre erlebt? Mit dem Afghanistan-Einsatz hat sich die ethische Sensibilität bei den Soldatinnen und Soldaten verändert? Ja, zur Überraschung vieler, wahrscheinlich, sie sind sensibler geworden. Also nicht das, was man vermeint, ein Verrohungsprozess tritt ein, nee, im Gegenteil. Ich habe erlebt, die sind für moralische Fragen durchaus sensibler geworden. Jetzt darf man bei der ethischen Bildung, ne, aber jetzt nicht missverstehen, wenn ich jetzt hier ethische Bildung betreibe, hier sitzt dann der Dozent und brieft dann die Soldaten und Soldatinnen, wo es lang geht, sondern die Soldaten und Soldatinnen handeln ja in diesen Situationen intuitiv, wie wir alle auch. Wir setzen ja nicht jedes Mal eine Reflexionsschleife an, dann wären wir handlungsunfähig.
vor allen Dingen Drucksituationen. Das heißt, Soldatinnen müssen ihren Intuitionen trauen. Und die ethische Bildung muss diese Intuitionen auf den Prüfstand stellen. Lernen, dass Soldaten und Soldatinnen mal ihre Intuitionen, was ja nicht einfach nur Gefühle sind, sondern geronnene Erfahrungen, da spielt natürlich die Kinderstube eine Rolle, aber darauf baut ja die innere Führung ja auch auf, dass sie die formulieren lernen und dann möglicherweise aber auch Inkonsistenten sehen und dann eigentlich im Endeffekt zu einer größeren Handlungssicherheit führt, die Intuitionen verstärkt und sie am Ende dann eben auch vertieft. Also größere Sensibilität. Lassen Sie mich aber auch noch was sagen zum Thema innere Führung in Afghanistan. Also ich habe ja bewusst gesagt, eher es geht mir um Umsetzung. Haben wir Konzepte des Staatsbürgers in Uniform, das innere Gefüge vernünftig umgesetzt? Und da würde ich sagen, da gibt es tolle Beispiele. Auf der einen Seite, wie Soldaten in schwierigen Situationen, sage ich jetzt mal, gemäß der inneren Führung gehandelt haben. Sei es, was den moralischen Kompass angeht, da habe ich es erlebt, dass Soldaten auch in Notwehrsituationen nicht kalt zurückgeschlagen haben und das Leben von Frauen und Kindern riskiert haben, sondern ihr eigenes Leben riskiert haben, um gerade nicht Frauen und Kinder zu töten. Also beeindruckende Geschichten. Aber ich habe auch erlebt, und das ist eine Gefahr, die ich durchaus sehe bei der inneren, wo die innere Führung eigentlich mehr ein Augenmerk legen muss, dass je höher man steigt in der Karriere in der Bundeswehr, dass da manchmal die politische Verantwortung zugunsten einer politischen Geschmeidigkeit weicht. Ich habe es eben auch erlebt, dass mir dann ein Patrouillenführer sagt, ja, er hat erlebt, dass eine befreundete Streitkraft in Afghanistan unter Beschuss gerät und er wollte da zustoßen und dann wurde ihm gesagt, nee, Sie müssen zurückkommen, denn Ihre Ablösung ist da. Also das, die Anzahl, die Höhe des vom Parlament gewährten Mandats ist überschritten, Sie müssen zurück. Na, das ist politische Geschmeidigkeit. Der Soldat hat die, und das zeigt wieder die Kompetenz, er hat den Kontakt abgebrochen und hat trotzdem geholfen. Und es ist ihm nichts passiert. Aber hier muss man auch gucken, was und da würde ich auch noch mal so ein bisschen eingreifen, nicht nur sagen, die Politik gibt vor, das ist ja auch so ein bisschen vordemokratisches Verständnis. Natürlich gibt es den Primat der Politik in dem Sinne, aber die Soldaten sind nicht einfach dann die Primaten der Politik. Sie haben sich politisch zu engagieren und hat das die militärische Führung, auch die höheren Kräfte in Afghanistan immer wahrgenommen? Haben sie rechtzeitig gesagt, hier, das läuft schief? Auch mit der Ausrüstung, haben sie dann gesagt, hier, das reicht nicht? Und es auch mal öffentlichkeitswirksam gemacht, wenn etwas in der Schublade verschwindet? Das hat was für mich mit moralischem Rückgrat zu tun. Also moralische Verantwortung statt politische Geschmeidigkeit ist durchaus manchmal anzumahnen. Dankeschön. Ja, Herr Schneider, direkt dazu und dann Herr Neitzel, bitte. Weil ich sehr unruhig geworden bin. Ich gehe jetzt nicht gleich auf die Geschmeidigkeit ein, aber wir diskutieren jetzt immer Afghanistan. Wissen Sie, innere Führung spielt auch eine Rolle mit auf einer Fregatte, die jetzt ein halbes Jahr unterwegs ist, wie die zurzeit unterwegs ist, wo Frauen und Männer auf engstem Raum mit jedem Tag Mittwoch zusammen sind auf einer Fregatte. Das muss auch funktionieren im Sinne der inneren Führung. Wir haben in meiner Zeit 40 Militärbeobachter im Sudan gehabt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, das ist auch egal. Das hat kein Mensch interessiert. Die waren selbstständig, auf sich alleine gestellt. Die haben bei der Zivilbevölkerung gewohnt und hatten einen Beobachtungsauftrag von uns bekommen, von der Bundesrepublik Deutschland.
Wir haben ganz, ganz tapfere Soldaten gehabt, die jeden göttlichen Tag mit der Transall, die man in Deutschland dann auch schlecht gemacht hat, weil sie schon so alt war, oder mit CA-53, jeden Tag geflogen sind und nicht gekämpft haben. Die sind immer leicht in Vergessenheit geraten, weil man bestimmte Kampfmomente als sozusagen als Festpunkt für das, was die Bundeswehr macht. Wenn Sie jetzt lesen, dass wir Soldaten in Israel haben, zurzeit bei einer großen Übung von der Luftwaffe. All das sind Entwicklungen, die man sehen muss, die mitgegangen sind, die man mitgehen musste. Und viel Fehlverhalten lässt sich eben aus vielerlei Dingen auch erklären. Und jetzt nochmal zu dem, die Führung, die militärische Führung hat nicht auf Mängel aufmerksam gemacht. Das ist ein gängiges Argument, das ich sogar verstehe. Aber eins ist auch klar, wenn Sie als loyaler oder zur Loyalität verpflichteter militärischer Führer ständig in der Presse sagen, was alles von der Politik nicht funktioniert, sorgen Sie nicht dafür, dass die Mängel abgestellt waren. Das ist nicht Megafonarbeit, das ist saubere Beratung und zwar dort, wo sie hingehört. Und manches geht eben die Hauptgefreiten und die Unteroffiziere und die Hauptleute in der Bundeswehr auch nichts an, was der Generalinspekteur der politischen Führung aus seiner Verantwortungsebene heraus befiehlt. Ich respektiere, dass das andere anders sehen und vielleicht erwarten. Ja, man kann vieles erklären, aber nicht über eine große Zeitung mit großen Buchstaben und nicht mit dem Megafon. Das toleriert kein einziger Abgeordneter in diesem Parlament, egal von welcher Partei sie sind. Das steht dem Soldaten nicht zu. Ich weiß, dass man mir das am meisten vorgeworfen hat, weil ich am wenigsten öffentlich agiert habe. Das heißt aber nicht, dass ich gepennt habe, ja, oder meine Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Aber da rate ich einfach zur Vorsicht mit solchen Argumenten. Das kriegt man nicht mit. Ich kriege auch nicht mit, was der Bischof dem Papst erzählt und bin trotzdem gläubiger Katholik geblieben. Als Beispiel, nicht? Da gibt es eben Ebenen, die man sauber ausdifferenzieren muss, damit es nicht schief geht. Das ändert nichts daran, dass wir ein Kommunikationsproblem gelegentlich haben. Das ändert auch nichts daran, dass in die Felder der Weiterentwicklung der inneren Führung die Frage gehört, Kommunikation heute mit unseren kommunikativen Mitteln, die ganz anders sind als in der Zeit, wo ich Hauptmann war. Das gehört zur Weiterentwicklung der inneren Führung. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir Soldaten auf Cyberwar, hybride Kriegsführung und Falschnachrichten vor? Das halte ich als ganz wesentlichen Punkt. Ich bin jetzt etwas abgeglitten, weiß ich, aber ich muss die Gelegenheit nutzen, wenn ich das Mikrofon habe. Also ich möchte die Diskussion dann auch wieder auf die innere Führung zusammenführen. Ganz kurze Rückmeldung. Kurz, weil damit das nicht in falschen Hals kommt, die innere Führung verlangt natürlich auch vom Politiker, dass es einen solchen politisch sensiblen Soldaten und verantwortungsvollen Soldaten auch gibt. Und nicht sofort, wie, sage ich jetzt mal, beispielhaften Verteidigungsminister, sofort bei einer Anfrage, warum denn der Generalinspekteur jetzt plötzlich in den Ruhestand musste. Er hätte immer noch keine transparente Begründung gefunden, dann auch gleich mit einer Entlassung abgefunden wird. Also es verlangt natürlich auch von den Politikern, mit solchen Soldaten auch kompetent umzugehen. Es ist auch ein Anforderungsprofil, nicht nur für Soldaten, diese Konzeption, ja, sondern eben auch für Politiker. Vielen Dank, aber ich möchte jetzt doch Herrn Neitzel die Gelegenheit geben, auf seine Thesen zu reagieren oder die Erwiderung auf seine Thesen. Es ist ja viel zusammengekommen bisher. Ich glaube nur, also ich würde Ihnen völlig zustimmen, ich glaube nur, wir überstrapazieren das Konzept der inneren Führung. Ich würde sagen, kein Politiker interessiert sich wirklich dafür, keiner kennt das, es mag Ausnahmen geben und keiner wird das für sich annehmen. Und auch da, ich rate
mal nicht von der Soll-Ebene mal runterzugehen auf die Ist-Ebene. Natürlich ist die Idee der inneren Führung, dass das jeder Soldat aufsaugt und so. Natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Und das müssen wir mal sehen. Deswegen kann es trotzdem sein, dass die Leute in diesem Sinne handeln, aber nicht, weil sie in Unterricht waren oder weil sie diese Bücher gelesen haben und so. Das zeigen alle Umfragen und es gibt hohe und höchste Dienstgrade, die damit nichts anfangen wollen und können und so weiter. Also da müssen wir mal realistisch sein. Und wir müssen auch mal, das bin ich mal ganz provokant, sagen, die innere Führung, wie wir sie behandeln hier auf dem Podium, hat ja durchaus einen hohen intellektuellen Anspruch. Was heißt das konkret? Und ich würde sagen, meiner Wahrnehmung ist die Bundeswehr eine intellektuelle Institution. Herr Schneiderhahn war einer der ganz wenigen Generalinspekteure, wenn ich auch mal was Positives über Sie sagen darf, sonst habe ich ja oft auch kritisiert, der aus meiner Sicht also den intellektuellen General verkörperte. So. Das ist bei vielen anderen Generalinspekteuren nicht so gewesen. Und es ist auch in der aktuellen Bundeswehrführung, ich werde keine Namen nennen, nicht so, dass die nun alle 190 oder 200 Generäle sich nun brennend für die innere Führung interessieren. Mitnichten. So. Also da müssen wir, also Herr Bodemann logischerweise ausgenommen, aber wir müssen einfach mal nur wir müssen, ich neige dann immer, wenn ich mit Bundeswehrpodien, da wird dann, werden Nebelkerzen gezündet und das ist alles ein schönes Bild, so soll es sein, so würde ich auch über meine Institution reden, aber die Realität ist dann oft doch eine andere, glaube ich. So, und dann, aber ich fand den Punkt gut, den will ich unterstreichen, die innere Führung endet nicht in der Truppe. Und da haben wir natürlich, Herr Schneiderhahn, ein Quellenproblem, weil wir natürlich nicht wissen, was der Generalinspekteur über alle Zeiten eigentlich fast mit der Ministerin, dem Minister gesprochen hat. Und die entscheidende Frage für uns Historiker wird sein, und das werden auch die kritischen Fragen werden, die wir stellen werden, was passiert eigentlich mit den Berichten aus den PRTs über bestimmte Lage? Und ich kenne Generäle, die den PRT-Kommandeuren ins Gesicht gesagt haben, ich will das nicht hören. Das ist mir zu kritisch. Ich verbiete das, dass es so dargestellt wird. Wobei, der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers. Da ist natürlich viel jetzt auch im Gossip-Bereich. Aber zumindest wird es so von Offizieren, die PRTs geführt haben, berichtet. Also was ist mit dem Bericht passiert? RC North, Einsatzführungskommando, irgendwann zum Generalinspekteur, der militärische Rat ins Kabinett und was machen die? Diesen Weg nachzuvollziehen, würde ich sagen, und das traue ich mich, glaube ich, in meinem Buch auch nicht, das wissen wir nicht. Und viele auch hohe Offiziere haben ja viel Übung im Generalsbashing und da verteidige ich sogar die Generalität und sage, das mag ja alles sein, das kann ich nicht beurteilen. Wir wissen es aber einfach nicht und wir können nur als Historiker über das urteilen, was wir irgendwie wissen. Und das wird die große Frage sein und das sind interessante Doktorarbeiten in der jeweiligen Zeit der GI und der Minister. Eine Doktorandin von mir sitzt da hinten, arbeitet über Wörner und Altenburg und Wörner lebt Altenburg noch, kann man befragen, aber auch das ist schwer genug, das rauszufinden. Deswegen hoffe ich, dass Sie Tagebuch geschrieben haben, Herr Schneiderhahn, sodass eines Tages in 30 Jahren, heute bei Minister Jung gewesen oder so, dass wir das nachvollziehen können. Und da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, aber generell ist schon sehr oft die Klage, die Sie andeuten, zu hören. Und ich kenne diese Fälle, wo höchste politische Ebenen und auch militärische Ebenen keine Verantwortung übernehmen, sondern untere Ebenen die Verantwortung übernommen haben. Also das ist zumindest ein Talk, mehr kann ich nicht sagen, dass im Kalten Krieg es anders gewesen sei, auch das mag nur ein Talk sein, und dass mit Minister Rühe es sich umdreht und dass eine andere Haltung kommt und dass der Letzte, der widersprochen hat, Klaus Naumann gewesen sei. Auch das ist vielleicht nur eine Legende. Aber da müssen wir jetzt durch. Aber es ist ein interessanter Punkt und es ist ein entscheidender Punkt. Und wir müssen die Fragen stellen an die KSK-Soldaten, an die Hauptleute, aber eben auch an die Generalität, ob sie ihren Ansprüchen gerecht geworden ist. Und diese Fragen müssen wir stellen und diese Anforderungen waren andere als die, die den Spähtrupp in Afghanistan geführt haben. Was dabei rauskommt, open. Aber ich würde mal wetten, dass wir viele kritische Fragen stellen müssen. So, dann Staat im Staate. Also können wir diskutieren, ist eine Historikerfrage. Ich glaube, Staat im Staate ist ein wunderbares Beispiel für die Mythen der Bundeswehr. Man brauchte etwas, um sich abzugrenzen.
von der Reichswehr, übrigens mehr als von der Wehrmacht in der Anfangszeit, und deswegen musste es Staat im Staate sein. Die meisten Historiker bezweifeln das heute, aber trotzdem ist es in den Traditionserlass reingekommen, weil man braucht das, um sich abzugrenzen. Genauso ist auch vieles, was über die Menschenführung in der Wehrmacht geschrieben wird, meines Erachtens Unsinn. Die Wehrmacht, wir brauchen über die Verbrechen und so nicht zu reden. Die Menschenführung der inneren Führung ist, würde ich sagen, zu 80% in der Wehrmacht vorgelebt worden und zum Teil in der Waffen-SS, auch wenn man das nicht hören will. Man grenzt sich davon ab und zeichnet ein Bild, das mit den historischen Quellen schlicht nicht in Einklang zu bringen ist. Aber natürlich ist es gut, jede Institution braucht Mythen. Wir alle haben persönlich Mythen, so hat auch die Bundeswehr ihre Mythen. Und die Bundeswehr hat eben diese Dinge wunderbar kreiert bis heute. Historisch, dieser eine Punkt klingt eben auch irgendwie gut, hält dem meines Erachtens nicht stand. Und dann, Herr Schneiderhan, weil Sie mich dann gefragt haben, also der Überbetonung des Kämpfers und nur eine Streitmacht, also ich habe keine Histoire total geschrieben. Ich habe keine Histoire total geschrieben. Das kann man in einem solchen Buch auch nicht machen, ist ja schon dick genug geworden. Sondern die Frage war für mich, wenn ich Kontinuitäten oder Diskontinuitäten aufzeigen will, wie mache ich das und wo finde ich die am ehesten? Ohne die fünfbändige Geschichte Neitzels Militärgeschichte oder so zu schreiben. Und dann war mein Ansatz, naja, in der Luftwaffe wird der Bruch 45 wahrscheinlich sehr groß sein durch die Technisierung und so weiter. Und ich vermute, dass ein heutiger Eurofighter-Pilot ein anderes Mindset hat als ein MENA-9-Pilot, wobei Herr Schelleis dem widersprochen hat, neulich, habe ich gewundert, aber ich glaube, ich würde dann einen großen Unterschied sehen. Ich habe das Heer deswegen ausgewählt, weil ich sage, wie kommen unsere Selbstbilder eigentlich zustande, unsere Identifikation über die soziale Praxis. Und die soziale Praxis eines Grenadiers ist eben noch nicht gleich wie in vorigen Jahren, aber da gibt es sehr viele Überschneidungen. Deswegen glaube ich, wenn es überhaupt Kontinuitäten gibt, dann am ehesten da. Ich bin mir wohl bewusst, dass es einen zweiten und dritten Band geben müsste über Luftwaffe und Marine. Aber das hat einfach diesen Grund, wo finde ich diese Kontinuitäten am ehesten? Ich glaube, beim Heer. Und es ist eben auch das Heer, das die Skandale produziert, mit ganz wenigen Ausnahmen, von Anfang der Bundeswehr bis heute, bis Ilkirch. Auch die Marine hatte da mal mit Dönitz und so, aber es ist im Wesentlichen das Heer. Und wenn wir, und das ist im Wesentlichen jetzt auch der Titel und die Überbetonung des Kämpfers. Ich glaube, das ist das genau der weiße Elefant, um den die bundesrepublikanische Gesellschaft immer herumgetapert ist. Und das uns auch von den Niederländern und Dänen unterscheidet, die nämlich auch kein Kriegervolk sind, aber letztlich, glaube ich, ihnen klar ist, die Streitkräfte sind zur Androhung und Anwendung militärischer Gewalt da. Und damit, würde ich sagen, haben wir ein großes Problem aus unseren historischen Gründen, das ist politisch, das ist unsere Gesellschaft. Und da kann man ja auch offensiver mit umgehen. Ich stelle ja auch die Frage, ob man nicht die Bundeswehr lieber abschafft oder zumindest die Kampftruppen, dann ist man das alles los. Aber das ist eigentlich die Diskussion gewesen. Und damit auch die Traditionsdebatten, weil man immer die Frage nicht beantworten kann, bis heute in vielen Fällen, wie gebe ich den Leuten, die wirklich kämpfen wollen, eine Tradition, die nicht nur wir wollen, als politisch Gebildete, sondern die auch bei den Soldaten ankommt. Und da hat sich die Bundeswehr zumindest nach 1990 immer in die Tasche gelogen, meines Erachtens. Zumindest bei einem Teil. Nicht bei allen. Daher also die Frage, wo ist eigentlich der Kernpunkt der Bundeswehr? Deswegen bin ich auf, und wir reden ja nur über Afghanistan, weil wir eben da auch gekämpft haben. Kein Mensch spricht vom Kosovo. Obwohl wir viel mehr über den Kosovo reden müssen, weil das militärisch, würde ich sagen, mit der erfolgreichste Einsatz, nicht politisch, aber militärisch mit der erfolgreichste Einsatz war. Wir reden über Afghanistan, weil 59 Leute ums Leben gekommen sind und gefallen sind. Weil die Bundeswehr da gewissermaßen erwachsen geworden ist, weil ein Generalinspekteur, eine Kanzlerin, neben den Särgen gestanden ist und das natürlich die Frage stellt, wofür tun wir das? Und das glaube ich Ihnen unbedingt, dass das belastende Fragen sind. Und das hat ja die, wie gehen wir mit den Gefallenen um, das Ehrenmal, diese ganzen Fragen, die Medaillen, das hat, sagen, das ist sagen, aus meiner Sicht dieser Kernpunkt und das ist der Kernpunkt, um den wir uns als Gesellschaft nicht klar sind. Meines Erachtens, wofür wollen wir Streitkräfte? Denn wir alle wissen, die Bundeswehr ist dysfunktional organisiert und sie ist nicht kampffähig, solange sie nicht gegen
sage ich jetzt mal, Tribal Fighters in Mali kämpft. Sie ist im Großen nicht kampffähig, das wissen wir alle. Sie ist in einem Zustand wie die Ende 44, die Brigaden sind nicht kampffähig. Und die Frage ist natürlich, will die Politik überhaupt, dass die Bundeswehr kampffähig ist? Diese Frage muss man ja stellen. Und da sage ich, wir sind eine liberale Gesellschaft, wir können auch sagen, wir wollen das nicht, wir haben unsere Geschichte, dann sollte man es aber lieber abschaffen, weil dafür ist die Bundeswehr zu teuer. Um diese Fragen geht es mir und deswegen diese Engführung, die man zu Recht kritisieren kann, weil das ist ein weiteres Feld. Und ich würde auch die Instler und die anderen Leute gar nicht ausnehmen, die dort waren. Aber auch Klaus Naumann, der Generalinspektor, hat ja auch gefordert, das müssen eben auch Krieger und Kämpfer sein, weil sie eben auch diesen Spirit haben, wir können das nicht trennen. Und also für mich ist diese Frage wirklich zentral, was wollen wir mit Streitkräften, welche Identität haben wir? Wir können Streitkräfte nicht nur darüber denken, es darf nichts passieren. Also Hauptsache, es stirbt keiner von uns und auf der anderen Seite, dann sollte man vielleicht lieber Polizisten schicken. Das wäre ohnehin das Schlauere gewesen, meines Erachtens, in Afghanistan. Sondern wir müssen uns auch über Wirkung, über Einsatzfähigkeit, über Resilienz unterhalten, über all die Fragen, über die die britische Militärsoziologie sich ja Gedanken macht. Combat Motivation und solchen Sachen, da finden Sie in Deutschland fast nichts dazu, in Großbritannien, in Frankreich sehr viel. In Israel, warum? Weil dort die Streitkräfte auch dafür eingesetzt werden. Nochmal, ich will das gar nicht, das kann dieser Staat entscheiden, wie er will, aber meines Erachtens ist es muddling through. Wir versprechen der NATO etwas, was wir de facto gar nicht einhalten können und was vielleicht auch zu unserer Gesellschaft nicht passt. Und da war Afghanistan für mich ein Stück weit eine Stunde der Wahrheit. Und wir müssen auch mal sehen, dass eben die Primärgruppenkohäsion, dieser Spirit dieser Primärgruppen, das Entscheidende vielleicht war, dass man nach dem Karfreitagsgefecht nicht auseinandergebrochen ist. Und wir alle wissen, was die für Abzeichen getragen haben und so weiter. Und da ging es nicht um die Verfassung und dergleichen Dinge. Also da sage ich einfach, macht mal die Augen auf. Irgendwie, ne? Macht mal die Augen auf. Und das kann man alles erklären, warum das so ist. Nicht? Die Riten und so weiter. Warum Wehrmachtssymbole wieder hochkamen, wurde dann verboten. Dann hat man halt die amerikanischen Comics genommen, man hat die Special Forces Kultur imitiert. Ich habe eine schöne Sammlung Patches zu Hause, die sicherlich nicht im Zentrum innere Führung hängen. Aber wir müssen uns doch mit der Frage beschäftigen, warum ist das so? Und das kann man soziologisch alles erklären. Und dem weichen wir eigentlich aus, weil wir das eigentlich gar nicht so wissen wollen. Und da ist in meinem Buch, so empfinde ich das, vielleicht man kann es auch anders lesen, einfach ein Plädoyer, egal wie ihr euch entscheidet, seid ehrlich. Seid ehrlich und let's face that. Vielen Dank, Dankeschön. Ich habe unter anderem rausgehört, wir können uns auf weitere Podien zur Luftwaffe und Marine freuen. Sehr schön. Ich würde hier gerne, so leid es mir tut, so einen kleinen Bruch machen und jetzt tatsächlich doch nochmal auf die Zukunftsperspektiven der inneren Führung schauen. Unter dem Stichwort machen wir uns ehrlich. Frau Hauptmann-Schulze, Sie haben hier den Kommandeur des Zentrums Innere Führung sitzen. Ein Wunschzettel. Was würden Sie sich denn für eine Neukonzeption, für eine Erweiterung des Konzepts der inneren Führung wünschen? Oh Gott. Also ich glaube, Papier ist genug schwarz gemacht worden. Ich glaube eigentlich, wir haben alles da, wir haben alles auf dem Tisch liegen. Und gerade was die Truppe angeht auf der Ebene, da brauchen wir keine neuen Ideen, sondern da müssen wir in die kreative Umsetzung und da müssen wir weg von... wir werfen mal die Begriffe, wir haben es vorhin genannt, Legitimation, Motivation, Integration und jetzt fällt mir das vierte nicht mehr ein. Ich glaube, da müssen wir weg davon kommen, dass das an die Wand geworfen wird, sondern wie leben wir das Ganze? Und das ist wesentlich wichtiger als, ob mein Mannschaftsdienstgrad, ob mein Porte-Pee genau weiß, auf welcher Seite das in der ZDV steht. Ich glaube, so einfach ist das schon. Dankeschön. Jetzt muss ich antworten. Jetzt, Also das ist genau das, was wir momentan wollen. Und wir erfahren von der Truppe, von den Lehrgangsteilnehmenden genau, jetzt bitte nicht nochmal eine Abfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, bitte noch kein neues Programm Innere Führung heute, was übrigens mit Innere Führung nichts zu tun hatte, keine weiteren Abfragen, sondern jetzt macht endlich mal, ihr wisst alles. Ich bin völlig bei Ihnen und wir müssen jetzt etwas schnell machen, anbieten, was der Truppe hilft, was
die Sprache der Truppe wiedergibt und wo sie etwas mit praktischen Beispielen auch anfangen kann. Und das ist die große Kunst, das jetzt zu tun. Und wir haben vorhin über Kompromisse gesprochen und die jetzige Vorschrift ist eben ein solcher Kompromiss. Und das ist nicht immer das, was wir Soldaten hören wollten, aber es ist letztendlich das, was zustande gekommen ist nach 374 Mitzeichnungsrunden innerhalb des Ministeriums und 512 Beteiligungen von Menschen außerhalb der Bundeswehr, die jetzt auch noch mitreden wollen, was innere Führung ist. Und insofern, in einer Sache, Herr Illner, lieber Matthias, stimme ich nicht mit überein, die innere Führung ist nicht für die Politik, sondern sie ist für Soldatinnen und Soldaten gemacht. Und ich würde mir wünschen, wenn mehrere außerhalb der Soldatinnen und Soldaten, die innere Führung leben und die Werte, die damit verbunden sind, auch vertreten und verkörpern und leben und vorleben, wie Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit und auch mal unangenehme Dinge zu tun, möglicherweise auch mit Konsequenzen, die man dabei spürt. Das würde ich mir wünschen, aber sie ist für uns gemacht. Und wir haben ja schon in dieser Vorschrift schon ein Problem, und da haben wir eine Klammerziffer, jetzt müsste ich wissen, welche, ich glaube, das ist die 502, wo wir eben feststellen müssen, dass die nur für die Soldaten Soldaten gilt, noch nicht mal für den Bereich 87b, weil das nicht durchsetzbar war. Und das ist schon schwer genug, insofern gilt sie nicht für alle und auch nicht für die Politik, sondern die ist für uns gemacht. Und jetzt kommt es darauf an, genau diese Dinge handhabbar in einer Sprache umzusetzen, dass es gelebt und vorgelebt und damit erlebbar gemacht wird. Und das ist meine große Aufgabe. Der Generalinspekteur hat mir am 27. März des vergangenen Jahres, da habe ich übernommen, das Zentrum Innere Führung einen Auftrag erteilt, mach mir die innere Führung fit für das 21. Jahrhundert. Diesen Auftrag habe ich jetzt. Und das ist ein Teil und natürlich beteiligen wir die Truppe, wir nehmen sie immer mit, ist es das, was ihr wirklich wollt, aber jetzt nicht nochmal neu etwas aufsetzen und schon keine große Sprache machen, und die Wiederbelebung des Handbuchs wäre mir wichtiger als eine neue Vorschrift, die irgendwo im Regal wandert. Und jetzt können wir über viele kleine Dinge reden, die wir dazu denken müssen, aber ich bin bei Ihnen. Ich dazu gleich ergänzen darf, ja, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist der Bereich Erziehung und Bildung. Wir haben die letzten Jahre sehr, sehr viel in Führung, in wie bilde ich aus, gesteckt, aber wenig darin, auch den Geist zu schulen. Wir betonen im Moment auch sehr das Körperliche, aber ich glaube, wenn wir das kritische Denken fördern, und zwar auf allen Ebenen, das ist nicht nur erste Offizier, der anfängt, dann bringen wir da eine Eigendynamik rein, auch in vielen anderen Themen, wo wir uns das Gesamtsystem wesentlich leichter machen. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau das ist der Punkt. Es heißt, als Vorgesetzter militärischer Führer, Ausbilder und Erzieher zu sein. Und der Erziehungsbegriff ist ein wenig in Unmode geworden. Also der gilt nicht mehr. Und Erziehung, kann man überwachsen überhaupt erziehen? Es geht um soldatische Erziehung. Und es geht genau um diese Punkte der besonderen Anforderungen an den Soldatenberuf, der möglicherweise jetzt im gesellschaftlichen Leben, Erleben so nicht mehr getragen wird, der aber für uns wichtig ist. Und deswegen ist genau dieser Rollentrias militärischer Führer, Ausbilder und Erzieher umso wichtiger. Und das hat eben auch damit zu tun, dass er als Erzieher in dieser Erziehungsfunktion die vier Dimensionen der Persönlichkeitsbildung weitertragen muss, vermitteln muss, vorleben muss. Und das ist genau der Punkt. Herzlichen Dank. Das ist wieder eine Vorlage hier gewesen. Ich kann vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagen, also bevor ich dann das erste Mal nach Afghanistan bin, ja, ich war handwerklich gut ausgebildet, würde ich mal sagen. Ich war körperlich fit. Und erst als ich dann wirklich da war und mit der einen oder anderen Geschichte konfrontiert wurde, da wurde mir erst klar, wie wichtig es auch ist, dass man auch geistig fit ist. Und das ist vielleicht sogar noch viel, viel wichtiger als das Körperliche, dass man tatsächlich vom Kopf her da ist, gerade als Vorgesetzter. Also da können wir noch einiges tun, ja. Heißt das im Umkehrschluss auch, es braucht eigentlich noch mehr ethische Bildung, noch mehr lebenskundlichen Unterricht? Oder wie stellen Sie sich das konkret vor, wenn es an der Umsetzung hapert vor allem? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder etwas brauchen, ja, ihr müsst jetzt 2 Stunden dies machen und 2 Stunden das machen, sondern wir müssen es tatsächlich erstmal tun. Also, und wir müssen den Wert erkennen, der da drin ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese 4 Dimensionen der Bildung eben nicht nur innerhalb von 2 Stunden pro Woche abhalten. Gappen gab es früher mal so einen Begriff, sondern dass wir es tun, auch im Pausengespräch. Das ist ganz wichtig in den Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten, dass man eben sich die Situationen mal durchspielt, was wäre denn wenn und wie geht man damit um, weil man ruckzuck im Einsatz vor genau solchen Situationen gestellt wird, mit denen man sich vorher vielleicht gar nicht auseinandergesetzt hat. Und es ist wichtig, dass man vorher sich Gedanken gemacht hat, wie man damit umgeht.
Also ich bin jetzt kein Freund von irgendwelchen Vorgaben, so und so viele Stunden, aber eins ist auch klar, die Persönlichkeitsbildung und politische Bildung insbesondere, dabei darf nicht das Streichthema sein am Ende. Was es häufig ist, das darf es natürlich nicht sein. Aber es darf auch nicht nur innerhalb von 2 Stunden pro Woche, jetzt haben wir politische Bildung gemacht und vielleicht haben Sie innere Führung erlebt, aber nach der Gefechtsausbildung, nach dem Biwak 3 Tage und haben es nicht gemerkt, das ging mir auch so in der Grundausbildung, bin dann eingeschlafen, ja, und dann plötzlich war der Unterricht Wehrbeschwerdeordnung vorbei und ich habe es nicht mitbekommen. Also das darf es natürlich nicht sein. Herr Gehner, brauchen wir neue, kreativere Methoden der ethischen Bildung, der Persönlichkeitsbildung bei den Soldatinnen und Soldaten? Bevor ich die Frage beantworte, muss ich noch mal eingehen, aber ich werde es mir in der Gruppe haben, weil ein paar Punkte waren, die würde ich da gern noch mal dagegen halten. Zum einen, wir müssen aufpassen, dass wir die innere Führung nicht auf eine innerbetriebliche Führungsphilosophie reduzieren. Denn da nehmen wir das politische und rechtliche Element raus. Und ich habe auch nicht gesagt, dass die innere Führung für die ganze Gesellschaft da ist, sondern wenn die innere Führung, und ich plädiere wirklich für diese Vorstellung von innerer Führung, die Umsetzung ist des Leitbildes des Staatsbürgers in Uniform, dann ist natürlich auch die Gesellschaft gefordert. Stichwort Integration. Natürlich kann ich Soldaten fragen, und da stehen wir ja in prekären Verhältnissen, sie verlangen nach gesellschaftlicher Anerkennung und es fehlt oftmals. Aber das ist eben 2 Seiten einer Medaille. Zum einen verschwinden die Soldaten aus der gesellschaftlichen Fläche, nicht nur durch die Aussetzung der Wehrpflicht oder der Verzicht von Kasernen, sondern auch durch die häufigen Versetzungen. Wer denn als Soldat ist noch in Sportvereinen aktiv, in Nichtregierungsorganisationen, in einem Pfarrgemeinderat? Da können wir uns umgucken. Ich erlebe das jedenfalls kaum noch, wenn die Leute sich vorstellen. Ganz im Gegenteil, etwa vor 20 Jahren. Wie sieht es bei der Gesellschaft aus? Gesellschaftliches Desinteresse, wer kennt denn? Das ist auch eine Aufgabe der Gesellschaft, die Integration von Soldaten. Also so ist das gemeint. Also nicht nur, es ist eben nicht, und da ist auch die Politik gefordert, was tut sie denn dafür? Man hat häufig sich auch ausgeruht, naja, also wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft durch die Wehrpflicht. Ja, das stimmt doch gar nicht. Schon bei der Wehrpflicht nicht mehr. Die städtische Intelligenz war doch in der Bundeswehr kaum noch vertreten in den 90er Jahren. Da hat man sich ausgeruht. Das ist auch eine politische Aufgabe. Also insofern, also innere Führung, also der Leitbild des Staatsbürgers in Uniform, das innere Gefüge, das ist natürlich Bundeswehr, aber der ganze Prozess der Umsetzung ist auch die Gesellschaft und die Politik gefordert. Das ist mir wichtig. Kreative Umsetzung. Ja, man darf natürlich nicht nur Unterricht betreiben. Also das ist natürlich klar. Das ist nur ein marginaler Teil. Da kann ich versuchen, bestimmte Intuitionen auf den Prüfstand zu stellen. Das habe ich schon gesagt. Aber Werte vermittle ich doch nicht am Katheder. Werte, die werden vermittelt eher über Geschichten. Wenn Soldaten erzählen über ihre Einsatzerfahrung, da vermitteln sie viel mehr als ich, wenn ich es am Katheder betreibe. Oder Erfahrungsräume zur Verfügung stellen, um so etwas wie Kameradschaft, damit sich Kameradschaft einstellt. Das hat die unreflektiert häufig. Bei uns wurde die innere Führung auch nicht thematisiert. Aber man hat bei uns während meiner Grundwehrdienstzeiten 50 Kilometer Leistungsmarsch gemacht. Wir fanden das alle idiotisch. Ja, aber es hatte natürlich den Sinn, plötzlich waren wir gefordert. Wir mussten zusammenhalten, damit wir reinkommen. Da musste der eine für den anderen einspringen, Lasten tragen. So hat man den Sinn von Kameradschaft, den Wert von Kameradschaft vermittelt. Viel besser, als wenn dann sich ein Vorgesetzter hingestellt hätte und dann das aufgezählt hätte, die Gründe, warum Kameradschaft sinnvoll sind. Also da ist auch für den lebenskundlichen Unterricht, die haben da viel mehr Möglichkeiten als jetzt etwa ein ethischer Unterricht an der Führungsakademie, die vielleicht die Urteilskraft schärfen kann, aber Wertevermittlung, das ist, denke ich mir, eher eine Sache oder
die in der Truppe geschehen muss, wo auch der lebenskundliche Unterricht, weil er andere Formate hat, es vielleicht besser realisieren kann. Nee, das, und er entspricht nee, ja genau unserem Grundsatz oder Leitsatz im Zentrum der Führung, Leben, Vorleben, Erleben. Ja. Und genau darum geht es. Ja. Nee, das meinte ich, es ging nur darum, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und ich habe aber zu Ihnen noch mal was Kritisches zu sagen, weil Sie von den Krieger sprechen. Also mir fällt es sehr schwer, wenn ich da lese in Ihrem Vorwort, der Krieg ist die raison d'être des Soldaten. Nee, das sage ich, das stimmt mit der inneren Führung nicht. Der Soldat ist Soldat für den Frieden. Und es sind doch nicht nur die verdrucksten Typen gewesen, die den Kriegsbegriff vermieden haben. Natürlich gab es die, das sage ich jetzt mal, weil sie die harte Realität des Einsatzes nicht zur Kenntnis nehmen wollten und dann lieber vom Brunnenbohren gesprochen haben. Aber es gab doch auch die, die das Kriegsächtungsprogramm der UN-Charta nicht gefährden wollten. Der Kriegsbegriff kommt doch her aus einer Tradition des freien Kriegsführungsrechts, der Nichtunterscheidung von Angriffskriege und Verteidigung. Und nach der UN-Charta ist eben nur noch der Verteidigungsfall, die Nothilfe legitim, militärische Interventionen, wenn sie strikt an die Menschenrechte und an das Völkerrecht gebunden bleiben. Und das ist was anderes, denn sonst kommt man wieder schnell in das Gerede, und das höre ich durchaus eben auch in der Truppe, naja, Krieg ist halt die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, wie das der Clausewitz schon mal gemeint hat. Ja, eben nicht. Vielen Dank für diese persönlichen Anmerkungen. Sie haben mal ganz viele verschiedene Felder aufgemacht und von der Weiterarbeit geredet. Ich glaube, wir konnten hier auch heute nicht alle Fragen beantworten. Ich hoffe aber doch sehr, dass wir den Impuls zumindest für die gesellschaftliche Debatte um das Konzept der inneren Führung setzen konnten. Unsere Zeit ist um, sie ist sogar schon über um, möchte ich fast sagen. Deswegen möchte ich mich noch ganz kurz bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen, für das aufmerksame Mithören und Mitdiskutieren. Ich möchte mich nochmals Frau Bock beim CEBIS, Frau Schneider bei der Katholischen Akademie in Berlin für diese Kooperation bedanken, die diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Und mein größter Dank gilt natürlich Ihnen fünf, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen, mit uns zu diskutieren und sich den Fragen gestellt haben. Vielen Dank dafür. Bevor Sie jetzt nun alle nach Hause aufbrechen, darf ich Sie noch einladen. Es gibt draußen noch einen kleinen Empfang. Da gibt es bestimmt noch die Gelegenheit, zusammenzustehen, Themen zu vertiefen, etwas, das fehlt, nochmal anzusprechen. Ich freue mich, wenn Sie daran teilnehmen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Dankeschön.